Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute eine kleine Feierabendrunde im Bikepark Olpe fahren und ich bin mit dem Fokus hier. Das heißt, das erste Mal wieder richtig springen mit dem Fokus. Das einzige Mal, wo ich mit dem Fokus hier war, war ja im Schnee und da habe ich ja gar nichts gemacht. Und ich war ja in Flowtrail Siegen, da lief das schon ganz gut und heute probieren wir nochmal ja, an einem Spot, wo ich eigentlich ganz gerne springe, mir da ein bisschen Sicherheit anzueignen. Also viel Spaß beim Video. Der war richtig gut eben, der zweite. Also Leute, eine Sache schon mal vorweg. Der Tag hier in Olpe hat mir mehr gebracht als das ganze letzte halbe Jahr ungefähr auf dem E-Bike. Endlich habe ich mich wohlgefühlt, denn ich kenne den Park halt hier mittlerweile schon ganz gut und ich habe ja auch hier die Kurse beim Thomas gehabt und deswegen weiß ich ganz genau, wie ich die Sachen so einzuschätzen habe und kann mich einfach langsam rantasten. Und wenn man sich erstmal darauf eingestellt hat, dass das nun mal ein anderes Fahren mit dem E-Bike ist als mit dem Enduro, dann funktioniert das Ganze schon ganz gut. Man darf das Ganze einfach nicht miteinander vergleichen, denn es ist nun mal einfach so, dass es wirklich ein anderes Fahren ist als auf dem Enduro-Bike, was dann 10 Kilo leichter ist und 27,5er Reifen und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass ich jetzt so langsam den Bogen raus habe, was mit dem Sam sich richtig gut anfühlt und was sich halt nicht so gut anfühlt. Und ich denke, ich werde solche Trips noch mal öfter machen und mir einfach Zeit nehmen, die Sachen zu erarbeiten, um dann erfolgreich endlich springen zu können mit dem E-Mountainbike. Ja, Leute. Es war ein sehr schöner Tag im Bikepark Olpe. Ich wollte mich auf diesem Weg auch noch mal bei den Jungs bedanken, die das hier alles bauen. Ja. Man sieht, die Sonne geht unter. Wir hatten einen sehr erfolgreichen Abend. Der Daniel möchte, dass ich Abmoderation dann doch ein bisschen schneller mache. Dafür fehlt mir aber gerade der 3. Zu springen, die Großen.
Süßer. Haut rein, Leute. Abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Bis dahin. Wir sehen uns auf dem Trail, Junge. Und tschüss. Ohne Brille? Hä? Ohne Brille? Okay, Leute, so, wir schießen jetzt zum Abschluss einfach hier noch ein paar Bilder, genießen den Sonnenuntergang im Bikepark Olpe. Ja, mega geil, es hat richtig Bock gemacht, hat mir persönlich auch richtig gut getan, mit dem Fokus mal sich hier Zeit zu nehmen, das Ganze anzuschauen. Und ja, also ihr habt selber gesehen, die erste Airtime mit dem Fokus, abgesehen vom Flowtrail Siegen, war am Start. Und ja, also ich glaube, wir werden langsam Freunde. Ich habe mich zwar noch nicht alles hier damit getraut, aber vom Feeling her müsste das eigentlich alles gut gehen. Also, wie gesagt, Leute, schaut euch das mal an. Mega schön einfach. Ja, wir schießen noch ein paar Fotos, fahren dann gleich nach Hause und dann ist morgen auch schon wieder Montag. Also abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.